Minecraft ist eines der legendärsten Spiele aller Zeiten. Wir alle haben dieses Spiel irgendwann einmal gespielt und unsere Kopie auf legalen Wege erworben. Sei es auf dem PC, auf den Heimkonsolen oder auf dem Handy. Doch 2011, sprich rund 2 Jahre nach Release, war das noch anders. Da suchten nämlich tausende Nutzer nach Alternativen, um die knapp 20 Euro, die das Spiel damals gekostet hat, nicht zahlen zu müssen. Also dauerte es nicht lange und mit MinecraftForFree.com wurde der Grundstein für eine der kuriosesten Geschichten der Videospielgeschichte gelegt. Wie durch die URL leicht erkennbar, wurde mit MinecraftForFree.com der Wunsch nach einer Gratis-Version von Minecraft für viele Leute wahr und sie konnten Minecraft ganz gemütlich in ihrem Browser spielen. Und das komplett kostenfrei. Alles, was sie dafür tun mussten, war auf eine Seite zu gehen und einen Disclaimer zu akzeptieren, bei dem sich bis heute keiner wirklich erklären kann, was die Betreiber der Website sich von diesem erhofft haben. Über 1 Jahr lang blieb diese Seite online und wurde zwischenzeitlich sogar vor der offiziellen Minecraft-Seite gelistet, wenn du nach Minecraft gesucht hattest. Hinter dieser ganzen Aktion standen Mitglieder des Teams Abolition, einer Gruppe, die für ihre Griefing-Aktion bekannt waren. Während dieser ganzen Geschichte hatte Mojang aber noch ein völlig anderes Problem, und zwar einen Rechtsstreit mit dem US-amerikanischen Spielepublisher Bethesda. Dieser wollte Mojang nämlich damals für ihren Videospieltitel Scrolls verklagen, da dieser angeblich das Copyright der eigenen Videospielreihe The Elder Scrolls verletzt würde. Als Bethesdas Tochterfirma ZeniMax Media Mojang dann mit einer Klage drohte, forderte Notch, der Gründer von Mojang, die 3 besten Spieler von ZeniMax Media zu einem Deathmatch in Quake 3 heraus. Gewinnt Notch, so darf Mojang den Titel Scrolls verwenden. Gewinnt das Team von ZeniMax Media, so ändert Mojang ohne Diskussion den Namen. Letztendlich kam es jedoch nie zu diesem Deathmatch, der Fall landete vor Gericht und Mojang durfte den Namen Scrolls benutzen. Aber warum erzähle ich euch das? Gehen wir wieder einen Schritt zurück zu Team Abolition. Diese erhielten nämlich im Jahr 2012 eine Mail von Notch höchstpersönlich, die besagte, dass sie die Website MinecraftForFree.com sofort offline nehmen sollen. Doch statt der Aufforderung von Notch einfach zu folgen, erkannten 2 Mitglieder ihre Chance und forderten Notch zu einem 3 gegen 3 Team Deathmatch in Quake 3 heraus. Wenn Team Abolition gewinnt, bekommen sie alle einzigartige Minecraft Capes und wenn das Team Notch gewinnt, bekommt Notch von Team Abolition höchstpersönlich ein Technosong gewidmet. Das war natürlich eine völlig hirnrissige Idee und die Chance, überhaupt eine Antwort von Notch zu bekommen, war enorm unwahrscheinlich. Doch keine 10 Minuten nach Absendung dieser Herausforderung veröffentlichte Notch einen Tweet, wo er das Ganze annahm und etwa eine Woche später kam es tatsächlich zu diesem Deathmatch, welches sogar von Notch live auf Twitch gestreamt wurde. Währenddessen kritisierten außerdem viele Leute Notch dafür, dass er solchen Personen, die nur für Spielepiraterie und Griefing bekannt sind, eine Plattform gibt und deren Handeln befürwortet. Was Notch aber natürlich sofort in einem Tweet dementierte. Letztlich bekam Team Abolition ziemlich auf die Schnauze und verlor das Duell eindeutig. So musste Team Abolition also nicht nur ihre Website offline nehmen, sondern sie schuldeten Notch fortan auch ein Dubstep-Song, welcher auch tatsächlich irgendwann kam. Mit der Offline-Nahme der Seite kamen natürlich unzählige Nachahmer. Doch keiner wurde auch nur annähernd so erfolgreich wie MinecraftForFree.com. Das war unter anderem dem geschuldet, dass Mojang es ab der Version 1.6 nicht mehr möglich machte, Minecraft im Browser zu spielen und somit wurde das Kopieren auf einer Internetseite um einiges herausfordernder. Mojang hätte die Möglichkeit gehabt, Team Abolition einfach zu verklagen und einer Gruppe Teenager ihr gesamtes Leben zu zerstören. Doch sie, allvoran Notch, entschieden sich dagegen, auch wenn die Gründe bis heute unbekannt sind. War es die Kreativität von Team Abolition, die Notch überzeugte oder doch die Angst, als doppelmoralisch betitelt zu werden? Wir werden es wohl nie erfahren. Was wir aber mit aller Sicherheit sagen können, ist, dass es wohl nie wieder zu so einer ähnlichen Geschichte kommen wird. Was zwar einerseits schade, aber natürlich auch verständlich ist.